In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen WLAN-Stick einrichten kannst und anschließend, falls du kein Internet zu Hause hast, ein WLAN-Netzwerk mit deinem Handy aufbauen und es benutzen kannst. Zuerst einmal stecken wir den Stick in einen USB-Port ein. Falls es funktioniert und unten rechts ein WLAN-Symbol ist, beziehungsweise du dich mit einem Netzwerk verbinden könntest, kannst du den folgenden Teil überspringen. Falls es nicht funktioniert, musst du dir zuerst überlegen, was für einen Stick du hast, beziehungsweise wer Hersteller und der Name des Produktes. In unserem Fall ist der Hersteller Netgear und der Name WNDA3100V3. Für den nächsten Schritt brauchst du leider Internet oder einen anderen Computer mit Internet, um die Software, die wir brauchen, herunterladen zu können. Also musst du entweder einen anderen Computer benutzen, der WLAN empfangen kann, und diesen mit deinem Handy verbinden oder, falls du Internet zu Hause hast, einen anderen PC benutzen oder deinen vorübergehend an ein Internetkabel anstecken. Nun brauchst du die vorher angesprochene Software, eine sogenannte Treiber-Software von dem Hersteller zu diesem Produkt, damit der Stick funktioniert. Diesen bekommt man in den meisten Fällen ganz einfach. Du kannst entweder nach Herstellername und Produktname plus Software-Downloads googeln oder auf der Seite des Herstellers nach dem Produkt schauen. Wenn du deinen Stick gefunden hast, sollte ganz in der Nähe ein Download zu finden sein, der entweder Firmware, Treiber, Software oder irgendetwas in der Art heißt. In unserem Fall war es Software Version 1. Falls die heruntergeladene Datei eine ZIP-Datei ist, wie bei uns, musst du sie zuerst entpacken. Dafür einfach rechtsklick auf die Datei und auf Alle extrahieren klicken. Danach den extrahierten Ordner öffnen und die Exe ausführen. Falls der Download von Anfang an eine Exe ist, kannst du diesen Schritt überspringen. Jetzt führen wir die Exe aus und starten die Installation. Folge einfach den Anweisungen, die euch bei eurer Installation gegeben werden. Wenn euch gemeldet wird, dass die Installation erfolgreich war, könnt ihr zum nächsten Schritt übergehen. Um mit deinem Handy ein WLAN-Netzwerk aufzubauen, stell zuerst sicher, dass du Internet hast. Danach geh in die Einstellungen und suche nach Hotspot und Tethering und wähle diese Einstellungen aus. Wähle einen Namen für das Netzwerk. Stelle die Sicherheit auf WPA2 und setze ein Passwort. Dieses muss mindestens 8 Stellen haben. Wenn ihr ein Handy mit iOS besitzt, funktioniert das Ganze übrigens genau gleich. Danach kannst du deinen Hotspot einschalten. Gehe jetzt unten rechts auf das Internet- bzw. WLAN-Symbol. Dort solltest du nun den Namen deines Netzwerks sehen. Drücke auf den Namen und gib das vorher am Handy gesetzte Passwort ein. Nun solltest du Internet haben und kannst anfangen zu arbeiten. Am Schluss sei noch gesagt, dass man aufpassen sollte, was man am PC macht, solange man im Hotspot ist, um unerwünschte Kosten zu vermeiden. YouTube-Videos anschauen zum Beispiel braucht sehr viel Internet. Das heißt, man sollte die Qualität der Videos reduzieren. Dies kann man mit dem Video mit dem Zahnrad machen und so wenig Videos wie möglich anschauen.